Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch Schaschlik. In diesem Fall vom Schwein. Ihr könnt es aber machen mit jedem Fleisch, wie ihr möchtet. Das ist auch klar. Und ich mache das so, ja, wie ich das aus den 70ern und 80ern kenne, dass das dann geschmort wird und schön weich ist, das Fleisch. Gibt es eine andere Variante, da habt ihr dann eine Soße und brat euch das Fleisch dann einfach nur so an, dass es gerade so da fertig ist. Das zeige ich euch auch so ein bisschen nebenbei. Die Zutaten dafür sind Nacken oder, wie ich, dicke Rippe, Schweinebauch, dann Paprika und Zwiebel, Knoblauch, Chili, eine Brühe, am besten eine Fleischbrühe, wenn ihr habt, oder eine Soße, die noch nicht gebunden ist, eine fertige, bisschen Pizzatomaten, Öl, bisschen Rauchpaprika, Salz, Pfeffer, normalen Paprika, Tropfen Honig, bisschen Kreuzkümmel und Tomatenmark. Salz, Pfeffer ist Standard, ist auch klar. So, ich nehme die, ja, und Holzspieße, ne? Genau, die brauchen wir auch. Ich nehme die dicke Rippe hauptsächlich, weil ich, wenn das Fleisch drin schmort, dann schmort der Knochen mit drin, das gibt Kraft und ich habe noch was zum Knabbern, weil ich das liebe. So, das heißt, wir müssen uns jetzt das Fleisch gleich fertig machen ein bisschen und den Schweinebauch, so ein bisschen in der Größe rein. Das gleiche passiert auch mit dem Gemüse. Ich muss nochmal einen Lappen hier drunter packen, damit es nicht rutscht. So, ich habe hier schon Zwiebeln und Paprika vorgeschnitten. Nur für die Leute, die das noch nie gemacht haben. Die meisten kennen das ja. Die spulen einfach vor. Nehmen wir das hier raus. Das Weiße. Und schneiden uns das in, ja, kleine viereckige. Versuchen ein bisschen gleichmäßig. Das eine brauchen wir für die Soße. Das ist ein bisschen Wurst. Ne? Das essen wir nachher mit. Und das andere soll auf den Spieß drauf. Schneiden wir uns das einfach runter. So, ich schneide mir das hier einmal ein bisschen großzügig weg. Das wird nachher in der Soße reingemacht. Und hier auch. Und so, dass ich dann so gleichmäßige Stücke habe, so einigermaßen. Ne, muss nicht ganz genau sein. Ist eine rustikale Küche, also bitte. Und das ist jetzt für die Spieße. Zwei, drei Spieße, die wir machen. Und das wird nachher mit in der Soße. Das gleiche ist auch mit der Zwiebel. Ich habe hier noch rote über gehabt, deswegen nehme ich die. Dann mache ich mir das raus, was ich brauche. Und der Rest kommt dann nachher damit rein. Knoblauch habe ich mir in Streifen geschnitten. Und Chili auch einfach so runtergeschnitten. Das hole ich jetzt auch hier einfach so raus, sodass ich was zum Draufstecken habe nachher für die Spieße. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Habe hier ein bisschen hinten die Ecke rausgeschnitten. Hier ist auch noch mal so ein bisschen der Strunk drin, den machen wir uns auch noch mal raus. Und dann könnt ihr das besser abmachen. Nachher für die Spieße, so. Voilà. So, jetzt kommt das Fleisch. Fangen wir erstmal an. Ich habe hier die dicke Rippe, die schnippel ich mir runter. Ihr könnt auch euch einen ganz normalen Nacken holen, ohne Knochen. Einfach an Knochen lang. So, das kommt nachher erstmal, die Haut kommt natürlich ab hier, weil das ist das, was nachher die Rippen zieht. Ich habe einen Film über Rippen, einmal so wie Mama sie macht oder auch als Bärrips oder auch so wie gegart, könnt ihr euch gerne angucken, aber die Haut abziehen ist ganz wichtig, weil das ist genau, was nachher das Fleisch zieht macht. So, jetzt versuchen wir mal hier nochmal durchzugehen, weil den Knochen braten wir eigentlich nur so mit und dann knabbern wir das nachher ab. Sucht euch immer noch das beste Fleisch raus, was ihr habt.
So, der Rest bleibt am Knochen und der wird nachher mitgebraten. So, das kommt einfach nur so rein. Das gehört jetzt eigentlich gar nicht mit dazu, wenn man das so nimmt. Aber das ist genau der Grund, warum ich das mache. Da ich gerne das nehme und so kann ich, habe ich immer was zum Knabbern. Ich liebe sowas. Und wenn ich das dann sowieso da drin schmore, dann ist das ja in Ordnung. So, jetzt guckt ihr hier nochmal, wo noch ein bisschen Fett und Sehnen dran sind. Das kann er nach. Das könnt ihr euch wegfrieren. Für einen Soßenansatz. Oder irgendwie in Gulasch mit rein. Oder so, jetzt schneiden wir uns Stücke ab, die auch so ungefähr ein bisschen gleich sind. Bei der dicken Rippe brauchen wir einfach nur längs schneiden, weil das dick genug ist. So. Im Prinzip jetzt in Würfel. Und jetzt kommt natürlich darauf an, wie viel Spieße ihr macht. Wenn ihr nicht so viel braucht, könnt ihr euch den Rest wegfrieren. Gerade von den Dingern. Ist lecker für Gulasch. Wunderbar. Jetzt haben wir den Schweinebauch noch. Da machen wir die Außenschicht ab. Das heißt, ihr packt euch das Fleisch natürlich irgendwie weg. Aber aus Platzgründen muss ich das hier ein bisschen so machen. So, dann macht ihr euch den Knorpel raus. Oder schneidet drumherum. So, und jetzt kommt noch der zweite dazu. Hier ist sogar noch ein Knochen mit dran. Das war fein, so ein schönes Stück. Ja, zuerst sollte man das Ganze hier im ersten runterschneiden. Das geht ja nämlich. Dann habe ich nur einen Schnitt und keine zwei, aber das ist Träumerei. So, voilà. Das wären jetzt die Vorarbeiten. Jetzt nehmen wir unsere Spieße und machen uns jetzt Spieße fertig. Das heißt, ihr schiebt jetzt immer rauf. Paprika, Zwiebeln, Fleisch. Versuchen ein bisschen gleich groß, dass alles so gleich groß ist. Wieder Zwiebeln, Paprika und so weiter. Könnt auch mal zwei Stücken Fleisch drauf machen. So wie ihr möchtet. Also ihr sollt das ja da essen und ihr müsst und sollt auch sehen, wie viel ihr da drauf machen möchtet. So, das wären eigentlich schöne Spieße hier. Wenn das hier so ein bisschen drunter hängt, ist auch nicht schlimm. Besser, das Beste wäre, wenn das alles natürlich gut gleichmäßig wäre. Geht auch wegen Anbraten nachher. Aber da das hauptsächlich geschmort wird. Ah, siehst du, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Natürlich auch von den Schweinebauch ein bisschen was. Jetzt mache ich das natürlich. Da habe ich jetzt gepennt, sorry. Das heißt, jetzt habe ich hier oben natürlich drei Schweinebauchstücke. Hier ist noch ein Stück Knochen dran. Das mache ich natürlich ab. Da wollen wir nicht drauf rumbeißen. Gut, dann muss das eben so sein. Jetzt beim nächsten passen wir dann ein bisschen besser auf. Dann machen wir dann ein Stück Fleisch. Paprika. Zwiebeln, Schweinebauch und so weiter. So, ich mache die jetzt zu Ende fertig.
und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Spieße sind fertig. Jetzt mache ich mir hinten die Platte an. Die hatte ich eigentlich auch noch nie benutzt in der Form. Das heißt, ich muss ja mal selber mal gucken. Erstmal anmachen. Dann auf 9. Und das Plus, dass dann da alles so angeht. Wisst ihr, die hatte ich auch noch nie benutzt. Da war das Fleisch schon jetzt, ne? Aber jetzt machen wir uns ein bisschen Öl rein. Dann braten wir die Spieße an, denn die knochen ein bisschen. Und dann schmoren wir das Ganze dann nachher drin. Also hier mache ich jetzt ein bisschen Salz, Pfeffer ran. Ich habe hier noch so ein Stück Fleisch über. Das machen wir da rein und wenn es heiß ist, weiß ich Bescheid, dann geht das weiter. So, das brät ja vor sich hin hier. Jetzt nehme ich meine Spieße, ich habe eben noch Salz und Pfeffer drauf gemacht. Und jetzt braten wir die einfach an. So, jetzt drehe ich die mal um. Ja, scheiße. So, die waren jetzt von jeder Seite 3 Minuten drin, die hole ich jetzt raus. Und ein bisschen kleiner stellen. So, jetzt mache ich wieder ein bisschen Öl rein. Und jetzt braten wir die Paprika und die Zwiebeln an. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite mache ich so ein bisschen die Knochen. Der eine muss noch mitgekocht werden, den brauche ich nicht anbraten. So, ich mache mir die Spieße hier rein, weil das ist doch, habe ich bisher unterschätzt. Jetzt heize ich mir den Ofen auf 180 Grad vor, 170, 180 Grad. Das müsst ihr sehen, auch im Ofen, wie der ist. Das ist der eine Knochen, der unten noch mit dran ist, den packe ich hier mit rein. Kann angebraten werden, muss aber nicht. Da soll mir nur ein bisschen Kraft geben. So, jetzt würzen wir hier das Ganze. Immer dran denken, wenn ihr eine Brühe habt, nicht so doll würzen, ein bisschen aufpassen. Oder eine Soße, wie auch immer. Ein bisschen Rauchpaprika. Aber nicht zu viel. Kreuzkümmel, auch vorsichtig. Paprika kann ruhig ein bisschen mehr machen, soll ja ein bisschen Paprika lohnt eigentlich mehr. Und Honig und Tomaten und geben wir gleich noch zu. Wenn wir das abgelöscht haben. So, jetzt kommt
Knoblauch, nur eine Knoblauchzehe normal. Ich nehme mehr, weil ich das einfach mag. Und Chili, würde ich sagen, nimm dir ein Drittel davon und dann ist das pikant genug. Wenn ihr schärfer mögt, macht ihr das schärfer. Wie gesagt, auch mit Nachwürze nachher. Das müsst ihr dann für euch sehen, wie scharf ihr das mögt, wie viel Salz, wie viel Pfeffer. Ich zeige euch immer nur so, wie ich es machen würde, wo ich auch weiß, dass es schmeckt. So, hier brennt das schon so ein bisschen an. Das machen wir so ein bisschen, nur um das wieder abzulöschen. Und dann bekommen wir noch eine schöne Farbe. Das erste, was ich eben gemacht hatte, das war zu dunkel, habe ich jetzt auch gedacht. Muss ich den Ansatz wegmachen. Und das Fleisch anbraten. Das ist mir auch nur hier drin passiert. So, das lege ich mir hier unten rein. Das ist das, was ich immer wieder mache, wenn die Soße ein bisschen dunkler sein soll. Immer zwei, dreimal ablöschen. Ihr könnt auch einen Schuss Rotwein mit reinnehmen, wenn ihr mögt. Ist auch in Ordnung. Aber denkt immer dran, wenn man in Schulen arbeitet, Kindergärten oder sonst was, dann macht man keinen Rotwein ran. Dann nimmt man den Traubensaft dafür. Ihr könnt euch das Fleisch auch so lange braten, bis es gerade durch ist und dann so essen. Dann beißt ihr auch mehr Fleisch. Das andere ist nachher natürlich so ein bisschen mehr so ein Schmorgericht. So, jetzt lasse ich das Ganze nochmal mit ein bisschen Tomatenmark ab. Einen guten Esslöffel. Jetzt kommt der Honig dazu. Das karamellisiert so ein bisschen Tomatenmark und der Honig. Das ist richtig, richtig lecker. So, jetzt habe ich eine Dose Pizzatomaten. Da müsst ihr auch immer drauf achten. Hier ist eine Zahl. A234. 34 ist so gerade die Grenze. Alles, was darüber ist, ist eine spätere, so der Erntezeit, die nicht so kraftvoll ist. Ich glaube, das geht bis 29. Von 18 bis 29, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber irgendwie so in der Form. Ne? Und ihr solltet dann immer halt versuchen, das A25, so 24, 25, das wäre dann optimal. Okay, jetzt mache ich mir hier die Pizzatomaten rein. Dann spüle ich die Dose aus mit meiner Brühe. Stellen wir das kleiner. Wie gesagt, ihr könnt das auch alles in der Pfanne machen. Ich wollte eigentlich das in den Bräter machen. Und da die Schaschlik hier auf dem Herd braten. Dann werde ich dann reingemacht und schön bedeckt. Aber dafür ist das doch alles ein bisschen zu viel. Also nehme ich hier meinen Bräter und mache den Alufolie und schiebe das im Ofen. So, jetzt müssen wir natürlich probieren. Natürlich erst probieren. Alles drin. So, die Menge brauchen wir. So, ich sage jetzt einfach so für mich. Dann noch ein bisschen Salz rein. Bisschen Pfeffer und ganz bisschen Rauchpaprika.
So, jetzt probiere ich das nochmal. Bisschen Kreuzkümmel. Das muss ich rausnehmen. Das war zu viel. Dann schmeckt das zu intensiv nach Kreuzkümmel. Und das will ich nicht. Und jetzt mal noch ein bisschen Honig für die Süße. So, mach noch ein bisschen Wasser zu, damit ich auch genug Flüssigkeit habe. So, jetzt kommt alles hier rein. Und nach einer Stunde nehmen wir die Alufolie runter. Jetzt sollen die erstmal haschgar werden. Und dann sollen sie noch ein bisschen Farbe bekommen. Gut, ich schiebe die jetzt im Ofen und dann sehen wir uns nach anderthalb Stunden wieder. Oder nach einer Stunde, wenn ich die Folie abnehme. Schaschlik war jetzt eine Stunde drin, wie ich sagte. Jetzt nehmen wir das raus. Machen die Folie ab. Besorgen wir uns einen sauberen Löffel. Drehen das einmal um, alles so ein bisschen. Probieren. Das schmeckt so, wie ich das kenne aus dem Imbiss. Nur, dass da für mich eigentlich noch ein bisschen Schärfe ran könnte. So ein Stück Fleisch will ich mal probieren. Irgendwo muss ich mal eins abmachen. Nehmen wir das hier. Wie weit das ist. Das hätte jetzt eigentlich schon eine richtige Konsistenz. Aber ich will, dass es noch ein bisschen Farbe bekommt. Also wir schieben das jetzt noch mal rein, eine halbe Stunde. Als Beilage Reis, Pommes, Bratkartoffeln, was immer ihr auch mögt. Oder einfach nur, wie wir das früher im Imbiss gegessen haben, ein Stück Brot dazu, einfach zum Titschen, lecker. Sei noch mal gesagt, wenn euch mein Kanal gefällt oder die Art, wie ich das euch erzähle, abonniert ihn gerne. Ich freue mich darüber. Dann klickt, ist natürlich alles kostenlos. Klickt oben auf die Glocke und dann bekommt ihr immer den neuesten Film von mir. Oder erfahrt denn mit, wenn der neueste hochgeladen wird. Ja, gut, jetzt schieben wir das wieder rein. Noch eine halbe Stunde, bisschen Farbe und dann ist das fertig. Mehr ist das nicht. Eigentlich ist es eine schnelle Geschichte. Ne? Durch die Schneckerei dauert das natürlich ein bisschen länger. Aber sonst hätten wir einfach abgenommen, rein, bums, fertig. Na gut, okay, aber ich schnecke ja gerne, ne? Die waren jetzt noch mal eine halbe Stunde drin. Ihr könnt sehen, die haben jetzt noch mal richtig Farbe bekommen. Ich drehe die jetzt noch mal um, damit die dann da noch mal weich werden und die Farbe in der Soße mit reingeht. Na, so, so. Ein Stück Fleisch probieren wir. Das ist jetzt schön weich. So möchte ich das haben. Ich hole mir die jetzt mal raus und dicke die Soße noch ein bisschen an. So, dann geben wir mal hier ein bisschen Power. Und dann nehmen wir ein bisschen Soßenbinder. Wenn ihr habt, nehmt ihr sonst Speisestärke. Und schmeckt euch das jetzt mal ab, so wie ihr das haben möchtet. So, ich probiere das mal hier. Eigentlich braucht er nichts ran. Ich würde das so komplett verkaufen. Ich mache noch ein bisschen
Prise Zucker rein. Und noch ein bisschen Cayennepfeffer. Weil ich das doch gerne noch ein bisschen schärfer hätte. Jetzt grillen wir das hier. Ein bisschen Soßenbinder. Stellen das mal kleiner. Das kocht ja wie Wäsche. Soll auch nur eine leichte Bindung sein, also da muss gar nicht so viel rein. Nur dass sich das Fett und die Soße, dass sich das ein bisschen verbindet. So, das sollte eigentlich reichen. Stellen wir das aus, weil wenn man mit Speisestärke bindet oder Mondamin oder Soßenbinder, darf es danach nicht mehr kochen. Ja, also mir schmeckt das wirklich richtig lecker. Und das ist so, wie es früher halt auch im Imbiss gab. Da lag das Fleisch halt den ganzen Tag da drin. Gut, jetzt müssen wir das noch ein bisschen umbauen und anrichten. So, Freunde, jetzt kommt halt die Soße hier rüber. Und dann macht ihr euch entweder Reis dazu, Pommes, meistens vom Imbiss her weiß man, ging Pommes oder Brot dazu. Ich esse eigentlich bei sowas ganz gern Reis. Aber Pommes zu Hause habe ich nicht so. So, machen wir noch ein bisschen Petersilie drauf, was grün ist so. Ja, kommen wir jetzt noch mal näher ran. Ja, Freunde, das ist jetzt mein Schaschlik. Dazu Pommes oder einfach nur Brot. Na, am besten so ein Stück Weißbrot, lecker, oder ein Stück Ciabatta. So mache ich es am liebsten. Ihr könnt euch, wie gesagt, alles andere dazu packen. Ich kann euch nur sagen, lohnt sich, viel Spaß. Gut, nochmal dazu gesagt. Wie hart ihr euren Fleisch haben möchtet, ihr könnt es auch nur eine halbe Stunde abgedeckt drin lassen und dann nochmal eine halbe Stunde so. Dann ist das Fleisch noch ein bisschen so fester. Jetzt ist das ja so ein bisschen mehr geschmort, aber so kenne ich das halt. Und so mag ich das auch, ne? Aber wie gesagt, ihr könnt es halt ein bisschen früher rausholen, wie ihr dann möchtet, ne? Oder so einfach am Anfang nur anbraten, so dass es gerade so fertig ist, euch die Soße machen, auch gut. Aber das ist halt Schaschlik vom Imbiss, wie ich es so in den 80er Jahren hier in Hamburg oft gegessen habe. Und heute ganz selten auch nochmal. Okay, viel Spaß beim Nachmachen. Wünscht euch euer Ariel und tschüss.